multiprofessionelle Teams an Schulen mit Ganztagsangeboten. Das ist Frau Schmidt. Frau Schmidt ist Lehrerin an einer Grundschule mit Ganztagsangeboten. Frau Schmidt arbeitet eng mit dem Horterzieher der Klasse, Herrn Müller, und mit der externen Schulsozialarbeiterin Frau Berger zusammen. Ihnen ist gemeinsam aufgefallen, dass viele Schülerinnen ihrer Klasse Nachholbedarf im feinmotorischen Bereich haben. In einem gemeinsam abgehaltenen Elternabend berichten sie den Eltern von ihrer Beobachtung. Daraufhin erklärt sich die Mutter eines Schülers, Frau Klimt, dazu bereit, künftig eine Kunst-AG anzubieten. Herr Floh, der Großvater einer Schülerin, ist handwerklich begabt und freut sich darauf, sein Wissen Kindern in einer Holzwerkstatt-AG weiterzugeben. Die Lehrerin Frau Schmidt arbeitet nun nicht nur eng mit dem Erzieher Herrn Müller und der Schulsozialarbeiterin Frau Berger zusammen, sondern auch mit Frau Klimt und Herrn Floh. Außerdem sind Absprachen mit der Schulleitung, der Sekretärin und dem Hausmeister notwendig. Gemeinsam arbeiten sie in einem multiprofessionellen Team zusammen. In dem multiprofessionellen Team kommen also verschiedene Berufsgruppen zusammen. Nicht alle haben eine pädagogische Ausbildung. Sie sind nicht alle an der Schule angestellt und ihre Aufenthaltszeit an der Schule variiert stark. Trotzdem richten alle ihr Tun nach dem pädagogischen Konzept der Schule aus. Im multiprofessionellen Team gibt es deshalb regelmäßige Treffen, Absprachen und gemeinsame Weiterbildungen. Zusammen entwickeln sie die Angebote weiter. Es herrscht eine transparente und wertschätzende Kommunikation. Durch den Einsatz der Schulleitung und die Finanzierung durch externe Fördermöglichkeiten ist eine langfristige Zusammenarbeit gewährleistet. Das multiprofessionelle Team kann somit die Schule weiterentwickeln und die schulischen Lerngelegenheiten anreichern. Die SchülerInnen werden gefördert und gefordert und können zum Beispiel ihre feinmotorischen Fähigkeiten verbessern. Gleichzeitig stehen die Angebote allen Kindern zur Verfügung und somit können Bildungsungleichheiten ausgeglichen werden. Nicht zuletzt werden die SchülerInnen den ganzen Tag über betreut und damit den Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich gemacht. Und Frau Schmidt? Frau Schmidt ist auch zufrieden, denn sie hat mehr Zeit, ihre SchülerInnen zu erziehen und zu fördern. Außerdem hat sie jederzeit die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich Unterstützung zu holen. Deshalb arbeitet Frau Schmidt gerne in einem multiprofessionellen Team.